Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Ich bin Chaos Lady. Heute geht es wieder weiter in der Go-Kampf-Liga. Leider gibt es aber nur noch Superliga und Sinnoh Cup. Und ich wollte eigentlich Meisterliga spielen, aber naja. Ich habe mir einen Sinnoh Cup zusammengestellt: Toxicroak, Frostetje und trifft Zeppeli. Ob das Team wirklich so optimal ist, weiß nicht. Also laut PB Poke ist es zumindest ein A, D, C, B. Man kann wohl damit kämpfen, aber naja. Toxicroak am Start und Cresselia als Gegner nicht so doll. Musste wechseln, weil das hat einfach viel zu viel Schaden gemacht. Und jetzt ist Skogrokro reingekommen, okay. Cresselia am Start ist natürlich blöd. Wenn das jetzt öfter kommt, ist das nicht so schön. Hatte eigentlich gehofft, dass Eissturm vielleicht ein bisschen mehr Schaden macht. Weiß nicht, ob ich Spukball einsetzen soll. Oh, okay. Nicht gedacht, dass das so viel Schaden macht. Dann schilde ich mal. Die würde ich gerne noch runterfarmen. Mit der Sofortattacke, mit der Ladeattacke hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, was kommt als nächstes? So, da ist Cresselia. Ich schilde einfach mal, weil ich gerne noch meine Attacke ausführen möchte und ich glaube, ich schaffe das sonst nicht. Auch wenn es ein Straukler ist. Cresselia ist natürlich richtig blöd. Da wird, glaube ich, ein Spukball nie im Leben reichen. Das Ding ist einfach viel zu bulkig. Aber da kommt schon der nächste Spukball. Das ist natürlich genial. Ui, sehr schön. Okay, und dann kommt Toxicroak wieder rein. Schaffe ich noch einen Eissturm? Komm, 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 bitte, 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 danke. Sehr schön. Das sieht eigentlich ganz gut aus, zumal ich eigentlich schon längst auf Toxicroak gehen könnte. Der braucht nicht mehr viel, reicht aber nicht. Ah, dann ist jetzt mein Toxicroak weg. Ah, ich krieg dich runtergefarmt mit Frostetje, ich sehe da kein Problem drin. Okay, du lässt mir tatsächlich noch die Möglichkeit hier anzugreifen, weil er hat die falsche Attacke eingesetzt. Wuchtschlag. Bam. Okay. Gut, ich glaube, derjenige hat auch nicht so... kam jetzt auch nicht mit seinem Team so gut klar, so wie ich. Am liebsten würde ich eigentlich auf Drift Zeppeli oder auf Frostetje eine andere Attacke drauf machen, damit ich nicht überall Spukball drin habe. Aber das ist... das hat mir schon mal Probleme gemacht. Ich weiß einfach nicht, was ich als Alternative mitnehmen soll, obwohl ich mir das Ganze angeguckt habe. Aber ich habe halt... nicht so viele Möglichkeiten. Vielleicht nehme ich auch einfach Frostetje vielleicht doch mal raus. So, Pion Draghi hier am Start. Da kann ich Schlammbombe auf jeden Fall nehmen. Pion Draghi macht eigentlich Aquahaubitze oder eine Giftattacke. Hab ich Aquahaubitze gesagt? Naschschweif natürlich. Ach, jetzt ist Frostetje reingekommen. Die Schlammbombe ist eigentlich ganz gut. Würde ich jetzt einfach mal weiternehmen. Hier muss ich jetzt ein Schild einsetzen. Das werde ich nicht mehr überleben sonst. Also eins, zwei, drei. Jetzt die Schlammbombe. Komm. Achso, war noch nicht fertig. Bodenattacke. Nichts für mich. Die Bodenattacke. Schade. Lieber Frostetje als trifft Zeppeli. Schild. Da kommt der Spukball. Wechsel. Was soll das denn jetzt? Bulteros.
Beide Pokémon haben Eis und eine Geisterattacke. Das ist doch doof. Also Bulteros kann ich nur besiegen, wenn Toxicroak noch lebt. Aber wenn ich den immer als Lead nehme, dann ist es natürlich doof. Ich brauche unbedingt noch ein anderes Pokémon. Das ist echt blöd. Ja, komm, besieg mich. Steinkante, Schuss, oder? Nee, ich lebe noch. Ja, aber die Sofortattacke, die farmt mich ja quasi runter. Bevor ich überhaupt... Ich wäre ja fast schon nicht mehr zu meiner Ladeattacke gekommen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Da habe ich extra ein Teambuilding gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Also ich habe zwei Pokémon reingesetzt und habe dann geschaut, was wäre denn, was kann ich denn dann als Pokémon noch nehmen und ja. Nochmal Pion Draghi am Start. Du machst bestimmt Nassschweif, das sehe ich jetzt nicht als Problem. Nee, Knirscher, okay. So, runtergefarmt, genau. Nächstes Pokémon ist... Oh, da musst du wohl noch eine Weile überlegen. Okay, ist ganz schlechte Entscheidung von dir. Den farme ich runter. Setz noch ein Schild. Das ist ein Porygon Z. Und da kommt... Ah, da hätte man... Da hätte ich jetzt ruhig die Giftattacke nehmen können. Ich habe ja noch ein bisschen Energie. Oh ja, es reicht gerade noch so. Tschüss. Warum hat denn der jetzt kein Schild eingesetzt? Okay. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Aber die nächsten zwei Pokémon hätten, hätten das Pokémon locker besiegen können. Weil beide ja Eisattacken hatten. Trifft Zeppeli wäre, glaube ich, am besten gewesen. Toxicroak gegen Roserade. Gut, da werde ich auf jeden Fall Matschbombe nehmen. Obwohl, na, da kann ich mich wieder nicht entscheiden. Ich mache doch Schlammbombe. Beides haben beides Bomben, ne? Irgendwie witzig. Ich mache jetzt mal kein Schild. Meteorologe, ja, der Schaden ist nicht schlecht. Ja, ist neutral, aber macht gut Schaden. Kann ich dich runterfarmen? Hat geklappt. Okay, da konnte ich jetzt nichts mehr machen. Dafür kann ich es mir jetzt wenigstens aussuchen. Oh, schwierige Entscheidung. Ich habe mich jetzt einfach mal für Frostige entschieden. Werde einfach mal schilden, weil ich keine Ahnung habe. Nachthieb. Ja, war eine gute Entscheidung. Und Wechsel. Gestein, Stahl. Was soll ich denn gegen Gestein, Stahl machen, wenn ich kein Kampf-Pokémon mehr habe? Er schildert trotzdem. Okay. Machen wir nochmal Lawine. Was anderes kann ich ja hier nicht machen. Jetzt hat er nochmal ein Schild eingesetzt. Okay. Ich schilde auf jeden Fall, weil Gesteinsattacken sind meine Gefahr. Steinhagel.
Tja, was soll ich tun? Ich habe keine richtige Alternative. Ist aber auch, glaube ich, keine besonders interessante Wahl, die er hier, glaube ich, getroffen hat, oder? Ich weiß gar nicht, ob das Pokémon überhaupt in den Top 20 drin ist oder so. Tja, Steinhagel und Tschüss, oder wie? Nee, aber es macht halt schon 60-70% Schaden oder so. Ich habe keine Chance. Ich kann eigentlich schon gehen. Ach, ist jetzt eh vorbei. Mit Sicherheit. Der Steinhagel hat ja vorhin schon 55% Schaden gemacht. Okay, wie viele Kämpfe waren das jetzt? Mhm. Ob der letzte Kampf noch Glück bringt, das wäre schön. Das wäre schön. Toxiquack gegen Toxiquack. Natürlich. Sind beide gleich stark oder was? Also es sieht tatsächlich so aus, als wären beide gleich gut. Aber jetzt komme ich komischerweise zuerst zur Attacke. Ja, so Spiegelkämpfe. Mag ich immer gar nicht. Vielleicht hat das auch gerade eben mit Absicht gemacht. Nee, es ist irgendwie immer im Wechsel. Es sind, glaube ich, beide total gleich. Na gut. Mal ich, mal er, mal ich, mal er. Nervig. Ich nehme jetzt einfach Frostlecce, keine Ahnung. Beide wären, glaube ich, okay. Und dann kommst du mit Empoleon rein. Ich mache jetzt einfach mal Spukball. Schöner Schaden. Vielleicht noch eine Lawine hinterher. Aber ich glaube, dazu komme ich nicht. Aquahaubitz, tschüss. Schätze ich. Ja, ist richtig. Runterfarmen wäre schön. Ja. Letztes Pokémon ist. Er geht? Okay, danke. Das war jetzt ein 3 zu 2. Krass. Hat sich aber überhaupt nicht danach angefühlt. Lade-TM und ein Pokémon, und zwar ein Schilterus. Sammeln wir mal mit Bonbons. Ich hätte tatsächlich ein Bulterus, das ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist nur, mir fehlen die Bonbons. Ich kann das gar nicht, ich müsste es auf Level 50, ich glaube sogar genau auf Level 50 pushen, damit es überhaupt so weit kommt. Ah, also deswegen, Bulterus ist echt eine Qual für mich. Man sieht ja selbst hier, 46 XL-Bonbons habe ich erst. Weiß nicht. Es hat halt nur 1300 WP oder so, wenn man das dann so mitnimmt. Und ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber ich habe jetzt wahrscheinlich auch einfach viel Glück gehabt, dass das jetzt noch so geklappt hat. Bin jetzt bei 190 Kämpfen und 104 Siegen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Danke, GoPlus.
Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Und wenn ihr den YouTube-Algorithmus unterstützen möchtet, schreibt gerne noch einen Kommentar. Nehmt einfach ein paar Emotes, falls euch nichts einfällt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Batsch.